Willkommen bei Alpha und Omega. Frauen in Führungspositionen sind hierzulande immer noch eine Minderheit. Das gilt auch für die Universitäten, ganz besonders in theologischen Fakultäten. Da geht es um Glaube und Kirche. Bei uns zu Gast ist Gunda Werner, seit knapp einem Jahr Professorin für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Willkommen, Frau Werner. Dankeschön. Wie fühlt man sich allein unter Männern? Das Gute ist, dass ich in Tübingen nicht allein unter Männern bin. Also ich war weder in Tübingen oder bin weder in Tübingen, noch war ich in Bochum und in Bonn, meine vorherigen wissenschaftlichen Stationen, alleine unter Männern. Das allerdings ist eine Entwicklung, die ist noch gar nicht so alt. Und das ist im Grunde genommen sozusagen das zweischneidige Schwert, auf das Sie ansprechen. Weil tatsächlich erst im letzten Jahr, also im Jahr 2016, die Zahl von 23% an Frauen in der katholischen Theologie als Professorinnen erreicht worden ist. 2011 waren es noch 13%. Das heißt, in den wenigen Jahren ist es sehr stark hochgegangen. Und von daher gesehen, wir sind in Tübingen zu dritt. Das ist allerdings für Fakultäten auch wirklich ein sehr, sehr guter Schnitt. Insgesamt muss ich sagen, fühle ich mich dadurch, dass wir halt zu dritt sind, gar nicht so alleine. Und in Bonn waren wir zu zweit, in Bochum im wissenschaftlichen Nachwuchs war es fast am Anfang fast 50%, am Ende waren wir dann auch nicht mehr viele. Und das ist ein Hinweis darauf, wo die katholische Theologie im Augenblick in einem wirklich singulären Problem steht. Das haben andere Fächer so nicht, dass die katholische Theologie gerade radikal ihre Frauen verliert im Nachwuchs. Das ist früher so gewesen, dann ist das sehr stark angestiegen, deswegen sind wir zu viele, zum Glück. Es fällt allerdings wieder ab. Das heißt, es fällt auf, dass in allen Wissenschaften 50% Promotionen von Frauen geschrieben werden. In der katholischen Theologie, ich habe mir das extra aufgeschrieben, in der katholischen Theologie sind es aktuell 24%. Aber 54% Männer, die ihre Promotionen abschließen. Das heißt, sozusagen diejenigen, die nach mir kommen, also die kommen, wenn wir 23% dann irgendwann in Pension oder in Rente gehen, da wird es wirklich wieder knapp. Bei den Promotionen sieht es schon nicht gut aus. Bei den Habilitationen sieht es noch schlechter aus. Also da schließen im Schnitt so 12 bis 14 Männer im Jahr eine Habilitation ab. Bei Frauen sind es 1 bis 3. Und dann kann man sich vorstellen, Habilitation ist die Voraussetzung, sozusagen das zweite Buch, also noch so eins. Habilitation heißt, man wird dann Professor. Genau, das ist die Ausgangsvoraussetzung, um sich bewerben zu können als Professorin, als Professor. Man muss also ein zweites solches Buch schreiben, durch nochmal einen Bewertungsprozess gehen. Und in diesem zweiten Prozess verliert derzeit die katholische Theologie noch mal mehr Frauen als schon zur Promotion. Also man braucht Promotion, Habilitation. Und woran liegt das? Das ist eine gute Frage und dafür gibt es, zum einen ist die katholische Theologie das best sozusagen evaluierteste Fach. Alle 5 Jahre wird erhoben, wie viele studieren gerade Theologie, wie viele machen weiter, wie viele sind im sogenannten Nachwuchs. Also das sind nicht die Kinder, sondern das sind wir Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die wir promovieren und habilitieren. Und eine Vermutung ist, dass es generell Frauen schwerer fällt, sich auf diese unsicheren Arbeitsbedingungen einzulassen an der Universität. Also das trifft dann auf alle Fächer zu. Man hat aber auch die Vermutung, dass die katholische Theologie nicht sehr ermutigend ist für Frauen aufgrund einfach des sehr männlich geprägten, deswegen eben doch allein unter Männern. Eben, darauf wollte ich eigentlich auch raus. Früher war es ja so, dass nur Priester Theologen waren, oder? Also es ist noch gar nicht so lange her und Priester sind Männer, die leben sogar zölibatär. Und insofern hat sich in den letzten Jahren, also wenn man etwas länger zurückguckt, so seit 40, 50 Jahren, sagen wir mal, doch viel getan. Da hat sich ganz, ganz viel getan. Allein die Tatsache, dass eben nicht mehr nur Priester Professoren werden dürfen können, dass es immer mehr Laien gab, zunächst Männer, dann eben auch die ersten wenigen Frauen in den 80ern, 70er, 80er, 90ern. Jetzt eben sozusagen gerade ist der höchste, also ein ziemlicher Hochstand erreicht mit 23%. Da hat sich sehr, sehr viel getan. Und das ist auch das, was mich ermutigt. Und es gibt jetzt gerade wieder eine neue Studie zum wissenschaftlichen Nachwuchs. Und wo Frauen diese Studie kommentiert haben und zwei Punkte rausgegriffen haben, die finde ich sehr, sehr nachdenkenswert sind für Universitäten. Also für sozusagen für das System, in dem ich gerade arbeite als Frau. Nämlich, dass Universitäten, also wir Professoren, Professorinnen, ganz viel tun müssen, um Frauen zu ermutigen, dass sie in die Wissenschaft gehen, also sich auf diesen langwierigen, auch unsicheren Prozess einlassen.
Und dass die Gruppen, die für die Berufung verantwortlich sind, also die dann sagen, wir schlagen folgende Personen vor für einen Lehrstuhl, für eine Berufung, dass die Frauen berufen wollen. Also es muss auch ein Wille dazu da sein, Frauen zu berufen. Also das sind so zwei Kommentare, die dazu kamen, zu der alarmierenden Situation, dass plötzlich die Frauen wieder so wenige werden. Sie beschäftigen sich mit katholischer Dogmatik. Mhm. Das klingt schon mal ziemlich streng. Was ist das genau? Katholische Dogmatik ist ein Fach innerhalb der katholischen Theologie. Die katholische Theologie kennt vier große Fächergruppen. Alle Theologien kennen vier große Fächergruppen. Die christlichen, die praktische, die historische, die biblische und die systematische. Die Dogmatik gehört in die sogenannte systematische Fächergruppe. Und in der Dogmatik beschäftige ich mich mit dem Inhalt des Glaubens. Also das heißt mit dem, was christlichen Glauben ausmacht. Und ich persönlich verstehe Dogmatik so, dass ich, wenn es zum Beispiel darum geht, um das Glaubensbekenntnis, das ist so ein klassischer Inhalt der Dogmatik, also zu gucken, was wird denn da Sonntag für Sonntag gebetet im Gottesdienst, im Glaubensbekenntnis, also ich glaube an Gott, den Vater, das Glaubensbekenntnis. Und ich verstehe Dogmatik so, dass wenn es darum geht, zu versuchen zu verstehen, was sagt denn dieses Glaubensbekenntnis aus, dass ich am runden Tisch sitze mit den ganzen anderen theologischen Disziplinen und wir gemeinsam überlegen, in welcher Situation ist es entstanden. Das macht Dogmatik, das ist nicht ihr Schwerpunkt. Was sind an biblischen Zeugnissen da drin? Hat das mit der Bibel noch irgendwas zu tun? Das ist nicht unbedingt immer selbstverständlich in Glaubensentwicklungen. Die Frage, wie ist das zu verstehen praktisch? Welche Bedeutung hat das? Die Frage, wie ist dieses Denken entwickelt? Also welche Worte kommen da drin vor? Welche Bedeutung haben diese Worte? Und wenn ich als Dogmatikerin an diesem runden Tisch der Fächer sitze, ist es meine Aufgabe, all diese Fächer zu fragen und zu sagen, ich würde gerne den Inhalt des Glaubens hier und heute und jetzt deuten. Können Sie ein Beispiel geben aus dem Glaubensbekenntnis? Welches zentrale Wort da untersucht wird von Ihnen? Zum Beispiel eine der schwierigsten Glaubensinhalte, finde ich, ist die Trinität, die Dreifaltigkeit Gottes. Ja. Also wie erklärt man die Dreifaltigkeit Gottes? Das verstehen sowieso nicht viele, oder? Ja, das verstehen sowieso nicht viele und auch unter uns Kollegen gibt es da auch unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten. Das heißt, in der Dogmatik sitze ich da hier und jetzt und heute, ich lebe im Ruhrgebiet, also 30% Katholiken, 30% Protestanten, der Rest ist irgendwie irgendwas. Und überlege dann, wenn ich in der U-Bahn sitze, wie würde ich denn jetzt hier erklären, was in aller Welt die Dreifaltigkeit ist? Und dafür sitze ich an diesem Tisch und versuche mit den ganzen Fächergruppen zu sagen, wie ist das entstanden? Wann hat man plötzlich angefangen, darüber nachzudenken? Was sagt die Bibel dazu? Da gibt es bestimmte Worte in der Bibel. Warum ist das entstanden? Es gab ja eine Notwendigkeit, sich plötzlich mit dem Gottesbegriff auseinanderzusetzen. Und natürlich meine Aufgabe im Hier und Heute, das auszulegen. Also welche Bedeutung, wie kann man heute diesen dreieinen Gott noch erklären, auslegen, deuten, nahebringen? Ja, Dogmatik will weg von der Beliebigkeit, würde ich mal jetzt so interpretieren, und den Leuten was erklären, was sie eigentlich glauben. Jeder Christ muss ja das Glaubensbekenntnis jeden Sonntag, wenn er in die Kirche geht, aufsagen. Glauben Sie, dass die meisten Leute wissen, was sie da aufsagen? Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Ja. Und Aber es ist trotzdem hilfreich, es zu sagen, oder? Ja, es ist Teil des Glaubensvollzugs, dass man das sagt. Ja. Was Sie gerade gesagt haben, dass Dogmatik dazu da ist, zu erklären, worum es im Glauben geht, da würde ich sagen, das war die alte Dogmatik. Die alte Dogmatik hatte so die Weisheiten und die Wahrheiten, so ein bisschen wie meinen Studierenden erkläre ich das immer mit dem Unterschied zwischen einer Schrankwand im Gelsenkirchener Barock, da weiß ich jetzt nicht, ob es das in Schwaben auch gibt, im Ruhrgebiet, große Mode. Gibt es auch, ja. Also am Stück groß, man weiß, was man hat. Pompös und am Stück. Und sozusagen damit kann man eigentlich auch nichts anderes machen, als hinstellen und steht da. Ne? Und Dogmatik heute versucht eher, sozusagen die Inhalte des Glaubens so im IKEA-System zusammenzusetzen. Also die Inhalte bleiben die gleichen, aber sie müssen aktiv von den einzelnen Personen selber angeeignet werden, verstanden werden. Jeder muss den Plan lesen und dann aufbauen. Oder eben sagen, ich streich's nochmal an. Oder ich lasse Blätter weg. Okay. So. Also das heißt, Dogmatik guckt viel stärker, was glauben denn die Menschen selber schon? Was ist denn da und wie kann dann die alte Tradition, das, was den Inhalt des Glaubens ausmacht, wo ich als Dogmatikerin noch sagen würde, als christliche Dogmatikerin ohne Trinitätslehre wird es irgendwann auch schwierig.
Aber das heißt ja nicht, dass jeder alle Spekulationen bis ins Letzte mit hinein nachvollziehen muss. Aber sozusagen zu gucken, was könnte denn an einer Idee, an einem Kern an Glaubensüberzeugung bei jedem da sein und damit dann ins Gespräch zu kommen. Wer muss das Fach studieren, Dogmatik? Alle, die Theologie studieren. Also alle Studierende, die also katholische die Pfarrer werden wollen. Die Pfarrer werden wollen, die Lehrer werden wollen, Lehrer. Die Pastoralassistenten werden wollen und die es aus Interesse studieren, Theologie. Ja. Alle müssen Dogmatik studieren. Wie kamen Sie auf den Gedanken, Theologie zu studieren? Als Studium war es ein bisschen eine Verlegenheitslösung. Das darf man als Professorin wahrscheinlich. Das ist immerhin etwas merkwürdig. Ja. Ich habe während der Oberstufe habe ich den sogenannten Fernkurs Theologie gemacht, der von Würzburg aus angeboten wird, weil mich es interessiert hat. Also weil mich die Fragen des Glaubens interessiert haben. Ich wollte tiefer verstehen, zum Beispiel, was Trinität bedeutet. Und habe dann diesen Fernkurs des Glaubens, Fernkurs der Theologie gemacht, in Würzburg auch mit dem ersten Abschluss und dem zweiten Abschluss angefangen. Und habe dann überlegt, ob ich überhaupt studieren will. Da war ich mir nicht so sicher, habe anderthalb Jahre zwischen Abitur und Beginn des Studiums Verschiedenstes gemacht, aber nicht studiert. Wollte dann, als ich mich entschieden hatte, ich möchte studieren, Biochemie studieren, also was völlig anderes. Ich habe mein Abitur gemacht mit Leistungskurs Biologie und Chemie, ein naturwissenschaftliches Abitur. Mein Numerus Clausus war zu schlecht, also ich habe keinen Studienplatz bekommen. Und dann habe ich nochmal überlegt, Psychologie zu studieren. Das war das Zweite, was mich immer interessiert hat. Also einerseits Theologie, andererseits Psychologie. Für Psychologie war mein Abitur auch zu schlecht. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht... Da blieb nichts mehr übrig. Ja, ein bisschen war es so. Okay. Dann habe ich gedacht, gut, dann studiere ich Theologie. Also weil das sozusagen das war, was mich dann aber auch schon... Aber das dann richtig. Und das dann richtig, ja. Mhm. Also über Jahre hin. Über Jahre hin. Aber angefangen habe ich mit keinem klaren Ziel. Es hat mich einfach interessiert. Okay. Ist das eine Möglichkeit, gläubiger zu werden, wenn man studiert, wenn man Theologie studiert? Das ist eine spannende Frage. Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren und die wenigen in meinem familiären Umkreis, die überhaupt was mit Glaube oder Kirche zu tun haben, was nicht viele sind, die haben dann eher gesagt, oh, wenn du Theologie studierst, am Ende glaubst du eh nicht mehr. Also dir wird das eh alles ausgetrieben. Du gehst da raus und glaubst dann nichts mehr. Das habe ich auch von Studierenden immer und immer wieder gehört. Also sowohl als Mentorin als auch dann in den letzten Jahren. Ich will meinen Glauben nicht verlieren. Ich will meinen Glauben behalten. Ich würde sagen, dass der Glaube, mit dem ich angefangen habe zu studieren, mit dem vielleicht die viele anfangen zu studieren, der ist am Ende vermutlich nicht mehr da. Ist es der Kinderglaube? Ja. Mhm. Am Ende ist etwas anderes da. Vielleicht mehr Fragen als Antworten. Vielleicht mehr Zweifel als Gewissheiten. In der Tat, aber der Glaube, würde ich sagen, muss sich verändern. Aufgrund der vielen Informationen, des vielen Wissens, der vielen sozusagen auch der Vermittlung von Traditionen, wie was entstanden ist, das ist zum Teil auch sehr ernüchternd. Und würde ich sagen, man geht anders gläubig. Wenn jemand gläubig rausgeht, anders gläubig raus. Mhm. Und wenn nicht, würde mich das unruhig machen. Das verunsichert also ein bisschen, wenn man Theologie studiert. Ne? Weil beim vieles nicht so, oder weil nicht das rauskommt, was man erwartet hat, so ungefähr. Ja, und weil vieles, was einem dann nahegebracht wird, vermute ich jetzt mal, mir fehlt das jetzt von der Sozialisation her, aber so habe ich es mir mal erzählen lassen, was einem an Kinderglaube nahegebracht wird, das wird dann im Studium dekonstruiert. Also da ist dann plötzlich klar, dass das hat es so nie gegeben. Oder es hat es, wenn nur in ganz anderer Form und dann sehr abgespeckter Form. Also historische Wahrheiten zum Beispiel. Sie waren auch mal im Kloster eine Zeit lang, aber da sind Sie nicht lange geblieben. Ich habe mich lange mit der Frage beschäftigt. Ich habe nach dem Abitur dann eine Weile als sogenannte Aspirantin an der Pforte eines Klosters gelebt, der Karmelitinnen, also die ganz strengen. Und habe mich da sehr, sehr mit beschäftigt, mit der Frage, ob ich ins Kloster gehe oder nicht. Und das war für mich auch ein Grund, weswegen ich so mit dem Studium gefremdet habe. Tatsächlich, weil ich dachte, wenn ich das mache, dann verliere ich, also es ist genau Ihre Frage, dann verliere ich sozusagen einen Teil auch meines Glaubens, meiner Frömmigkeit. Ich war da, bin konvertiert, ich war da sehr fromm. Und habe mich dann aber irgendwann... Ich würde eher sagen, mein Leben hat sich irgendwann so entschieden, dass also es war dann doch nicht so das Ihre. Ich habe lange, wirklich viele, viele Jahre mich damit beschäftigt. Aber irgendwie... Gehen Sie immer noch ab und zu mal ins Kloster? Ja, ich schaffe es nicht mehr so oft, leider. Ja.
Aber ich bin über Jahre sehr gerne, sehr viel in der Benediktinerinnenabtei in Dinklage gewesen, oben im Norden bei Vechta. Sie haben eine Doktorarbeit geschrieben mit dem Titel Macht Glaube glücklich? Fragezeichen. Ist Gott ein Garant des Glücks? Dann folgen 250 Seiten, die können wir jetzt hier nicht vorlesen. Ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, aber was steht denn ungefähr drin in diesem Buch, in Ihrer Doktorarbeit? Mich hat die Frage beschäftigt dadurch, also ich habe diese Dissertation, die Doktorarbeit geschrieben, nicht an der Uni, also die meisten schreiben ihre Doktorarbeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder mit einem Stipendium und sind an der Uni angegliedert. Ja, die kommen dann aus der Uni gar nicht raus, ne? Genau, das habe ich nicht gemacht, ich hatte ganz normale, finde ich, Stellen, mit denen ich mir meinen Lebensunterhalt verdient habe und habe parallel dazu halt diese Doktorarbeit geschrieben. Und für mich war dann irgendwann die Frage leitend aus meiner sozusagen pastoralen Erfahrung heraus, aus meiner Berufserfahrung heraus, wie eigentlich das, was im Alten Testament verheißen wird, also was Gott seinem Volk verheißt, also diese Heilsgeschichte, dass er bei diesem Volk ist, bei jedem einzelnen Menschen ist, dass alles gut wird, dass das Leben gut sein soll, wie diese Heilsgeschichte für jeden Menschen persönlich erfahrbar ist. Das ist das, was mich angetrieben hat und mich hat dann dabei auch angetrieben, die Frage aus der pastoralen Erfahrung heraus, ich habe im Bistum gearbeitet, und sozusagen vor Ort dann die Realität zu sehen und wo ich das Gefühl hatte, es ist vor Ort aber auch schwer möglich, so etwas wie eine Heilsgeschichte erfahrbar zu machen in Strukturen, die so wenig froh sind und die so wenig Freude bereiten. Und also gemeindliche Strukturen, wo man, also wo zum Beispiel Jugendliche es jetzt ja auch nicht immer leicht haben, sich da irgendwie wohlzufühlen in einer Kirche, in einer Gemeinde, in einem Dekanat. Das war sozusagen, das war für mich der Anstoß, warum ich mich damit beschäftigt habe. Und deswegen hat es sozusagen diese Arbeit steht auf zwei Füßen. Auf der einen Seite auf der Frage, wie kann man das Handeln Gottes und die Beziehung zwischen Gott und Mensch so denken, dass sie eine Bedeutung hat, dass sie eine Relevanz hat für jeden, dass sie verständlich wird. Und wie kann man auf der anderen Seite, der zweite Fuß, das zweite Bein, wie kann man auf der anderen Seite dann ganz konkret vor Ort eine Gemeinde so leiten, dass sozusagen das erste Bein sich wohlfühlt? Also dass so etwas wie eine Heilserfahrung möglich ist. Das waren für mich meine aus der sehr konkreten Arbeit heraus, wie kann es anders gehen? Und das waren die beiden sozusagen Standbeine, aus denen heraus ich diese Arbeit geschrieben habe. Wie ist es erfahrbar, ganz persönlich, dass Gott mein Leben begleitet und es gut mit mir meint? Und wie kann diese Erfahrung eröffnet werden in einer konkreten Gemeinschaft, Gemeinde? Wie müsste diese Gemeinde strukturiert sein? Wie müsste diese Gemeinde geleitet sein? Sie haben ja auch ganz praktisch gearbeitet, denn eben neben dieser doch etwas abstrakten theologischen Welt waren Sie in der Jugendseelsorge, in der Altenpflege, in der AIDS-Hilfe und haben auch im Hospiz gearbeitet. Sie haben ein paar Bilder mitgebracht, die sollen wir uns mal anschauen und dann sagen Sie ein bisschen was dazu, was da so dann ganz praktisch umgesetzt worden ist. Genau. Das sieht ja schon sehr praktisch aus. Ja, das Erste, was ich bei dem Bild dachte, mein Gott, was war ich jung? Das Zweite, dieses Bild ist entstanden, ich habe für 3 Jahre im Erzbistum Berlin gearbeitet, als Referentin für religiöse Bildung im Erzbischöflichen Amt für Jugendseelsorge, muss man vorher Luft holen. Und dazu gehörte einmal im Jahr ein sogenannter Ora ad Labora Kurs in dem Jugendbildungshaus. Bete und arbeite. Ja. Und in diesem einen Sommer haben wir betend und arbeiten ein Backhaus, also dieses wunderbare Haus gebaut, um dort Brot zu backen und Pizza zu backen. Und das haben wir mit Jugendlichen, mit 15 Jugendlichen zusammen wirklich vom Fundament Gießen an gebaut. Ja, da sieht man die Gruppe. Das ist wiederum in Rumänien, das war der zweite Teil, dass wir einmal im Jahr in Rumänien waren, im Westrumänien, in einem kleinen Dorf und dort praktische Arbeit gemacht haben. In dem Sommer, in dem wir da waren, da sitzen wir alle einigermaßen erschöpft, haben wir ein Haus abgerissen und das Grundstück freigeräumt. Das waren so 20, 25 junge Erwachsene allerdings. Und wir haben jeden Tag echt geschuftet in der Hitze. Und gebetet haben Sie aber auch. Gebetet haben wir da auch, ja. Da haben wir sehr viel gearbeitet.
Aber auch gebetet. Labora. Ja, aber auch gebetet. Das war in Rumänien, aber auch in meiner Berliner Zeit. Das ist jetzt woanders. Das ist jetzt woanders. Ich habe dann war im Weltjugendtag und bin von dort aus in die sogenannte Missionszentrale der Franziskaner. Das ist vielleicht ganz gut, wenn das Bild ein bisschen langsamer läuft, weil ich da etwas mehr erklären muss. Ja. In die Missionszentrale der Franziskaner bin ich gewechselt nach Bonn. Das ist das Hilfswerk der Franziskaner nördlich der Alpen. Und ich bin eingestellt worden, weil die Frage war, wie kann man eigentlich die Botschaft von Franziskus und Clara, also die Botschaft der franziskanischen Familie, ist ja lange, lange vor Papst Franziskus gewesen. Ja. 2005 habe ich dort angefangen. Wie ist es möglich, diese Botschaft jungen Menschen, jungen Erwachsenen, aber auch Menschen, die mit Kirche nichts zu tun haben, nahe zu bringen? Im Kontext Lateinamerikas würde man das dann als Animation bezeichnen. Im Vorstellungsgespräch musste ich etwas schmunzeln, weil ich kannte das bisher nur, dass man irgendwie am Pool steht und dann so. Und dann ist mir aber sehr erklärt worden, dass Animationsprozess bedeutet, sozusagen in einen Bildungsprozess einzutreten und einen Inhalt, eine Botschaft über Erfahrungen zu vermitteln und ein politisches Bewusstsein zu verändern, zu eröffnen. Und die Idee war dahinter, was wäre das auszuprobieren mit einem völlig anderen Medium, also nicht primär über Gespräch, nicht über Workcamps oder Ora et Labora, Bete- und Arbeitewochen, sondern über Kunst. Und dann ist ein Kunstensemble zusammengestellt worden, Künstlerinnen, Künstler, mit einem sogenannten Musik-Tanz-Theater. Und ich bin dann 2,5 Jahre durch Deutschland getourt mit einem Musik-Tanz-Theater Clara Francesco, mit die Geschichte von Clara und Franziskus in Tanz, Musik und Sprechen auf die Bühne gebracht haben. Das ist sehr konkret jetzt im Jugendbildungshaus in St. Altfried im Bistum Essen, wo wir eine Aufführung hatten von Clara Francesco und am nächsten Morgen die Tänzerinnen dann im Gottesdienst getanzt haben. Okay. Das war sehr eindrucksvoll. So, und dann haben Sie noch was ganz anderes gemacht. Ja. Dann sind Sie 14 Monate lang mit dem Fahrrad durch die Welt gefahren. Ja. Ja, und diese Geschichte müssen Sie uns jetzt auch noch erzählen. Ja, genau. Ich konnte ein Sabbatical nehmen und bin 14 Monate von Bonn gestartet, in einem durch nach Westchina gefahren mit dem Fahrrad und dann noch in Japan und durch sehr, sehr viele ehemalige Kriegsgebiete. Wir sind wirklich im Zickzack gefahren durchs ehemalige Jugoslawien, weil wir einmal durch alle Länder durch wollten und einfach ein Gefühl dafür kriegen wollten, wie ist das denn vor Ort. Da war der Krieg ja noch nicht so lange her. Da war der Krieg noch nicht so alle 10 Jahre her. Ja. Und sind sehr, sehr viel eingeladen worden. Das ist jetzt alles in Kurdistan, Irak, da, wo man heute nicht mehr hin kann. Da gibt es was zu trinken. Da gibt es Tee. Also man muss immer Zeit haben für Tee. Das ist in Teheran, da muss man ein Kopftuch tragen im Iran. Das ist ja ein islamischer Staat und da braucht es ein Kopftuch. Und das ist vor einem Café im armenischen Viertel in Teheran. Dachte mir, das ist mitten in der Wüste im Iran, wo es aber möglich war, Fahrrad zu fahren ohne Kopftuch. Das war ganz gut. Dann, das ist ganz spannend, es springt ein bisschen von den Ländern, aber das macht nichts. Das ist an der Grenze, heute käme man da nicht mehr hin, Syrien, Irak, Türkei. Und morgens beim Opferfest sind wir zum Frühstück genau eingeladen worden. Genau da, wo jetzt der Krieg ist. Genau da, wo jetzt der Krieg ist. Uns war das sehr wichtig, weil uns damit klar war, dass die Menschen in den Bergen, also sprich die bewaffneten Gruppen, dann wissen, dass wir da sind und keine Gefahr sind, also keine Spitzel oder was auch immer. Und wir sind dann eingeladen worden zum Frühstück morgens um 6. Es war sehr, sehr früh morgens und das war ein ganz beeindruckendes Frühstück. Ein Dorf, das wirklich genau in diesem Dreiländereck sitzt. Überall waren die Wachtürme, die wurden von oben beobachtet. Und wo schon auch sehr klar war, es ist Krieg. Also noch nicht der Krieg, den wir heute haben, aber eben die Auseinandersetzung zwischen der kurdischen... Nun haben Sie sich ja theoretisch sehr mit Vergebung beschäftigt und auch Toleranz. Und, welche Erfahrungen haben Sie denn jetzt gemacht, wenn Sie mit so völlig unterschiedlichen fremden Kulturen zusammengekommen sind? Persönlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Also um es jetzt mal wirklich provokativ zu sagen, also für den christlichen Kontext provokativ zu sagen, war das Radfahren angenehm im Sinne von gastfreundlich, sicher, zuvorkommend, unterstützend und helfend, sobald wir das christliche Abendland hinter uns gelassen haben, um dieses Wort, mit dem ich nichts anfangen kann, mal zu verwenden. Das heißt, in muslimischen Ländern war immer klar, am heiligen Ort, also an der Moschee, gibt es Hilfe.
Also wir sind eingeladen worden zum Abendessen, zum Übernachten, zum Tee. Es war mal völlig klar, wir brauchen eine Unterkunft, gerade im Irak, wo man nicht zelten kann, weil das ja alles vermint ist. Und wirklich provokant gesagt in dem Augenblick, wir sind überfallen, wurden wir in Griechenland. Also nicht im Iran. In einem christlichen Land. In einem christlichen Land. Ja. Also wirklich provokant kann ich nur sagen, in dem Moment, wo wir sozusagen Europa hinter uns gelassen haben, die Türkei ist nochmal anders, die ist einfach wirklich schwierig gewesen. Aber in dem Moment, wo wir im Irak waren, ist es bis nach Japan und China ein sehr, sehr sicheres, sehr gastfreundliches Radfahren gewesen. Und ich habe mich dann, als ich zurückgekommen bin, und ich mache das seitdem, wenn ich in Städten bin und dann mir Kirchen angucke, wo ich mich immer frage, wo ist hier die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen, Wasser aufzufüllen. Beim Abendgebet kann ich mir oder beim Abendgottesdienst kann ich mir kaum vorstellen, wenn da zwei völlig verschwitzt und jetzt auch nicht so ganz saubere Radfahrer vor der Tür stehen, dass sich dann die Gemeinde um einen schart und überlegt, wo wir jetzt übernachten könnten. Also das ist so in katholischen Gotteshäusern auch nicht wirklich üblich. Was können wir lernen als Katholiken oder als Christen von diesen Menschen? Also von dem, was wenn es darum geht, mit dem Fremden umzugehen, weniger Angst zu haben. Das ist für mich noch unverständlicher geworden, als es eh schon war. Also woher diese Angst vor dem Fremden kommt und deutlich weniger Angst zu haben und einfach zu unterstützen, zu helfen, zu fragen, sich zu freuen an der Vielfalt. Okay. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre weitere Arbeit an der Universität Tübingen. Bedanke mich, dass Sie hier gewesen sind und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.